Erste Übung, Grundübung quasi, wir sind bei der Kniebeuge. Ja? Für D-Liner sowieso relativ wichtig, weil einfach extrem viel Gewicht möglich ist zum Drücken. Ja? Und somit wir ziemlich gut das zentrale Nervensystem reizen können. Ja? Da machen wir jetzt eine besondere Form davon, das ist mit Bänder, ja? Das heißt Banded Squat. Und wir werden den Fokus darauf legen, dass er von unten mehr Geschwindigkeit quasi in die Übung rein fabrizieren kann und quasi, dass er unten schneller rausschießt. Ja? Er hat jetzt Merkgewicht um, was er normalerweise eigentlich schaffen könnte. Das heißt, wir sind jetzt 185 Kilo um und quasi wir schauen, dass wir den Fokus in die Konzentrik reinbekommen und von unten außer diesen Sticking Point ein bisschen schneller drüber kommen und das ein bisschen explosiver ausführen. Ja? Gut. Andi, geht los. Drei Übungen. Wir werden das Ganze mit einem Geschwindigkeitsmodul tracken, ja, mit Pushband. Und somit werden wir die Geschwindigkeit sie anschauen. Geht los, Andi. Hau ich mal rein. Durch das Schienensystem geht das relativ gut raus. Und push. Schieber. Gut. Und schub. Yes. Ein noch. Und schub. Gut. Und rein. Perfekt. Wir haben jetzt da die Übungen von der Geschwindigkeit getrackt. Jetzt wissen wir mal, in welchem Geschwindigkeitsbereich wir sind. Nachdem wird nämlich trainiert. Ja? Und genau, das war schon ganz gut an dich. Jetzt versuchen wir noch, dass wir die Knie eventuell noch weiter nach außen drücken. Ja? Also den Boden versuchen zu zerreißen. Und was ich gerne haben möchte, ist, dass jede Wiederholung von unten raus maximal anschiebt. Ja? Das heißt, nicht nur aufstellen, wie man es in der Kniebeuge gewohnt sind normalerweise, sondern maximal von unten auszuschieben. Drei Wiederholungen, die würde ich natürlich gerne steigen. Okay? Gut. Geht los. Volle Wisch. Guter Spannungsaufbau. Knie raus. Und push! Push! Yes. Komm! Push! Yes. Push! Komm! Yes. Aus. Jawohl. Geil, jawohl. Geschwindigkeiten waren wieder gut. Genau, exzentrik entweder, vielleicht sogar noch langsamer, damit du den Punkt besser triffst und dir mehr auf die Konzentrik konzentrierst, aber sonst war es perfekt. Genau. Das, die Übung Banded Squat, dafür, dass man aus der unteren Position ein bisschen schneller rausschieben kann. Ja?